Cheftrainer Gerald Scheiblehner. Der FC Blau-Weiß Linz ist seit Sonntag hier in Siede. Was sind denn so Ihre ersten Eindrücke? Ja, Eindrücke sind sehr, sehr gut. Wir fühlen uns alle hier wohl. Top-Hotel, sehr gute Trainingsbedingungen auf den Plätzen. Sind gut aufgenommen worden, Essen schmeckt und was natürlich ein bisschen Glück ist, dass wir sehr gutes Wetter hier haben. Es ist täglich Sonnenschein, wir haben fast an die 20 Grad und ja, wir genießen das recht in der Türkei. Gestern hat es zwei Trainingseinheiten gegeben, einmal im Kraftraum, einmal am Platz und heute zweimal am Platz. Was waren denn so die Schwerpunkte in den ersten Einheiten? Ja, ich glaube, zu Beginn der Woche ist immer wichtig, dass man wenn man reinkommt, dass man sich ein bisschen anpasst an die Bedingungen. Es hat doch ganz andere Temperaturen hier. Wir trainieren das erstmals auf Gras. Und ja, ich denke, dass wir eine gute Krafteinheit hatten. Und jetzt geht es um taktische Dinge, dass wir da einfach jetzt die Möglichkeiten, die wir davor finden, auch gut nutzen. Fokus steht natürlich auch immer die Vorbereitung auf die Testspiele. Das ist der Schwerpunkt im Trainingslager und ja, mir ist auch die Regeneration immer wichtig, dass die Spieler immer fit sind und verletzungsfrei bleiben. Auf das legen wir einen großen Wert. Deswegen haben wir einen sehr, sehr guten Staff mit. In der Regeneration haben wir da wirklich Top-Leute mit. Und ich glaube, dass wir momentan noch recht zufrieden sein können mit der Mannschaft. Warten aber schon noch harte Tage für uns. Stichwort Testspiele. Morgen ist ja das erste Testspiel und Sonntag dann das zweite. Vielleicht kurz ein paar Worte zu dem Testspiel geben, was erwartet uns? Ja, und so wichtig, dass wir auf jeden Fall Gegner haben, die uns richtig fordern. Wir haben mit dem ungarischen Erstligisten und mit dem rumänischen Erstligisten, glaube ich, zwei Gegner, die absolut auf Augenhöhe sind. Wahrscheinlich sogar eine Spur höher einzuschätzen als wir. Deswegen wird es eine große Herausforderung sein, gegen diese Gegner zu spielen. Ein internationales Testspiel ist immer etwas Besonderes, auch für die Spieler. Es kommt nicht so oft vor. Und deswegen müssen wir uns da schon gut vorbereiten und dann werden wir hoffentlich unsere Lehren daraus ziehen. Was werden so die Themen, Schwerpunkte vielleicht gegen Ende hin vom Trainingslager noch sein? Ja, ich sag, gegen diese Mannschaften, die wir jetzt da vor uns haben, kann man einfach wieder viel ausprobieren, was dann an der Meisterschaft wichtig sein wird. Das heißt, wir werden versuchen, einfach in der Defensive wieder stabil zu agieren, über die Umschaltmomente dann erfolgreich zu sein. Das ist uns jetzt in den ersten Testspielen zu Hause schon recht gut gelungen. Und dann werden wir uns auch um die Standardsituationen im Detail kümmern. Wir haben da die Zeit, aber wir werden die Zeit eben nicht nur nutzen, um am Platz besser zu werden, sondern wir werden die Zeit dann nutzen, dass wir den Kontakt zu den Spielern pflegen, damit wir Gespräche führen. Wir stehen ja, glaube ich, einige Vertragsverlängerungen an. Da werden wir die Zeit nutzen, mit den Spielern zu sprechen. Und ja, es geht, glaube ich, um einen Austausch, um Kommunikation, wenn man schon die Zeit hat einmal. Um es besser kennenlernen, vielleicht auch untereinander. Und deswegen sind wir schon froh, dass wir da so gute Bedingungen vorfinden. Ja, Joao macht den Eindruck, den wir uns erhofft haben. Er ist einfach ein sehr flinker Spieler, hat einen sehr starken linken Fuß, schießt sehr, sehr gute Standards und passt da so vom Typ Mensch perfekt in die Mannschaft. Hat natürlich mit Ronny Waldo einen super Ansprechpartner dort im Club. Und ja, wir sind zufrieden, aber wir haben wie immer gewusst, was wir bekommen, weil wir ihn schon länger am Zettel haben und denken, dass unsere Mannschaft mit seiner Art Fußball zu spielen, wirklich weiterhelfen wird.